Marcel Mönchen, erzähl doch mal kurz, was wir heute so alles besprechen werden. Nix! Einen wunderschönen guten Tag. Nach gefühlten 2000 Aufnahmen hat der Kurga LP wieder irgendwas runterfallen lassen. Lacht sich kaputt. Ja, jetzt hält mein Timer. Oh. Willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft mit Master Merchant in Staffel 2. Hallo. In Staffel 2? Ja, das ist mein Let's Play, ist die zweite Staffel mittlerweile, weil ich habe ja schon mal einen Multiplayer Let's Play gehabt von Minecraft, das wirst du ja bestimmt noch wissen. Und wir haben ein paar Änderungen vorgenommen, also ich zumindest auch im Texturenpack. Man sieht jetzt ein neues Texturenpack, und zwar ist das Soartex Fan war, was der Master Merchant in seinem Let's Play immer nutzt. Und ich muss sagen, es sieht jetzt nicht so schlecht aus. Und ja, dann gab es noch ein paar neue Änderungen. Und zwar haben wir jetzt beschlossen, das Let's Play auf 20 Minuten zu verlängern pro Folge. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Alter. Ich habe Angst. Das zeigt dich. Nein. Und seit Folge 29 gibt es ja bei mir ein neues Thumbnail. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir gefällt es eigentlich gar nicht so schlecht jetzt. Also ich finde es nicht so schlecht. Und ja, wir haben natürlich zahlreiche Themen für diese Session vorbereitet. Und Master Mönchen, erzähl doch mal kurz, was wir heute so alles besprechen werden. Nix! Ja, so würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber es ist relativ viel von dem, was er gerade gesagt hat. Ja, nix! Weißt du, die Geschichte ergab sich ja so, ich habe heute Morgen geschrieben, dass ich richtig gut geschlafen hätte, habe ich so in Twitter reingehauen und habe dann gesagt, ah, gut geschlafen, mal gucken, wie die Aufnahmen so werden. Ja? Und dann sagt er noch, hoffentlich bist du heute Abend auch fit und so, wegen der Aufnahme. Und ich denke, ja, das habe ich auch getweetet. Machen wir mal. Und dann sage ich noch zu ihm, ja, können wir ja mal machen. Ne? Und er kommt dann nur mit so einem Satz, als ich sagte, ich weiß nicht sowas, was sollen wir denn überhaupt machen oder besprechen? Ich bin relativ leer, was Themen betrifft momentan. Da hat er gemeint, das wäre überhaupt kein Ding, mach dir mal keinen Kopf, ich lass mir da was einfallen. Das bewahrheitet sich immer wieder. Pro-Gamer-like. Weißt du doch. Hey, ganz ruhig. Master Merchant eskaliert. Ach Mann, jetzt darfst du das Ding dort, diesen einen Block dort wieder jäten für Getreide. Bist du dran schuld jetzt? Ja, ich weiß. Hol dir die Hake und mach das dort. Ja. Es gibt keine Ausreden. Das wird so gemacht. Leck mich im Arsch. Kennst du das von TV Total? Ja. Ich kurz mal einen Clip auf YouTube. Leck mich im Arsch. Leck mich im Arsch. Die Alte war so geil. So, ey. Alter. Mach keinen Scheiß. Ich habe den Bogen bereits da und du hast den Bogen überspannt. Mach keinen Scheiß, der Preis ist heiß. Wird geil, habe ich das Gefühl. Ich habe so das Gefühl, wird geil, Alter. Wird geil. Habe ich dir halt früher auch Job geschrieben. Ja. Nee, nicht heute. Doch, heute Mittag war das. Heute Mittag war das. Wo ich dann sagte, vielleicht bringe ich den ja noch. Da hast du mir nur noch hochgezogene Augenbraue geschenkt. Ach so, ich habe da eigentlich was ganz anderes gedacht, dabei ich das gelesen habe. Na egal. Ach, du bist doch. So. Getreide ist wieder neu angelegt. Und ich würde sagen, ach so, hast du dich mal in der Zwischenzeit mal ein bisschen vorbereitet, was du tun wolltest und mal geguckt, wie man Dings craftet, die Antriebsschienen? Nö, nicht wirklich. Wieso? Nee, das hat's doch gesagt. Vergessen. Aber das ist ein bisschen schwach von dir. Ja, man kann doch aber die Aufnahmen laufen lassen, so ist das ja nicht. Das ist ja überhaupt kein Akt. Nee, das ist jetzt echt schwach von dir, muss ich mal so sagen. Ja, es tut mir leid, es. Weißt du, das... Das tut mir auch leid. Fisch ich nicht, also ich... Ja, aber ich weiß noch, wie die gemacht werden. Überlege, du brauchst 6 Goldbahnen, einen Stick und Redstone. Haben wir Gold da? Ein bisschen Gold müssen wir doch noch haben, oder? I don't know.
Ich habe hier schon mal nix. Aber es ist auch dunkel, wir sollten uns vielleicht erstmal ins Bett legen. So, ich habe die Musik erstmal ein bisschen lauter gestellt. Ja, weil ich bin jetzt gerade ein bisschen die Schienen lang gegangen. Ich überlege, aus was machen wir denn die Mauern hier an der. Oder wollen wir ein Dach drüber ziehen? Über die Erde, die hier noch so rumkeucht und feucht. Ich finde, ich glaube, das würde mehr Sinn machen, oder? Eventuell. Finde ich eigentlich schon, ne? Haben wir denn hier schon Gold eingelagert? Müsste. Also ein bisschen was haben wir bestimmt. Ich hab noch ein bisschen Eisen. Ich muss ja echt noch die Kisten durchklappern. Vielleicht finde ich ja irgendwann mal die Möglichkeit, hier Schilder hinzuhängen. Wir haben Schilder, glaube ich, da. Warte mal, ich weiß gerade nicht, in welcher Truhe. Hier sind die Truhen. So, hier sind Schilder. Also Schilder sind da. Ja, aber ich habe hier noch keine. Ich habe ja noch kein Gold gefunden. Ist da? Nee. Mir war eigentlich so, als ob wir. Wieso bewegen sich diese Kisten so crazy? Wegen dem Shader, du Vogel. Boah, ich bin voll drauf. Die Kisten. Boah, die Kisten bewegen sich. Die sind voll. So crazy, Baby. Die holt die Wäsche, Girl. Halt die Fresse einfach. Ah, schön. So, boah, ich bin voll drauf, ey. Ich merk schon. Zugeguckste Kisten. Warte mal. Ich hab 26 Goldbahnen in meinem Inventar, sehe ich gerade. Geil. Ach, da sind die Goldbahnen. So, und was bei Stickies sagst du, brauche ich? Und Redstone. Der Redstone müsste allerdings irgendwo in den Kisten hier sein. Oder du hast den eventuell, das weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, der Redstone ist in den Kisten. Ja, will ich aber auch hoffen. So, Stickies. Boah, ich sag dir, wenn das dann nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, ey. Dann kommst du und stichst mich ab, ich weiß. Nö, ich wollte mir eigentlich irgendwas anderes gerade einfallen lassen, irgendwas Kreativeres. Ach, hier ist Redstone. Ach, ich überlege, ob ich dich einfach mit einer Axt durchs Labyrinth jage. Mal schauen. Was für ein Labyrinth? Ach, ich baue mir eins. Alles klar. So, wie crafte ich das jetzt? In der Mitte die Stickies nehme ich mal an. In der Mitte ein Stick, unten Redstone. Der Redstone unten oder oben? Redstone unten. Und der Sticky in der Mitte, okay. Die Goldbahn an die Seite? Goldbahn an die Seite. Links 3, rechts 3. Ah, alles klar, jetzt habe ich's. Antriebsschiene. So. Genau, und dazu brauchen wir dann noch Redstone-Fackeln, um die Antriebsschienen mit Energie zu versorgen. Warte, die mache ich gerade mal auch welche. Ich will es ja erstmal nur ein paar machen. Ich mache das jetzt erstmal nur so testweise. So. Jetzt habe ich Antriebsschienen. Ich schub voll Antriebsschienen, Alter. Ja, das geht voll ab, ey. So, jetzt haue ich mich aber mal gerade hin. Ich muss sagen, das Texturenpaket gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut. Also, ich finde, es gibt schlechtere, hässlichere. Ich fahre seit Jahr und Tag mit diesem Texturenpack. Ich finde das sehr angenehm. Bisher habe ich auch noch keine negativen Sprüche über das Texturenpack. Die Sonne hier aufgeht. Ach, herrlich. Wunderschön. Sieht schon geil aus. Ich höre ein Skelett, was aber anscheinend gerade... Ja, ist ein brennender Nachbar. Ich habe es erschossen. So, okay. Was schätzt denn aller, wie viel Schienen sollte man so eine Antriebsschiene reinpacken? Alle 6 oder alle 7? Na, ich hab's, in der Regel habe ich alle 8 Felder, also 8 freie Felder und dann auf jeden 9. Block habe ich so ein Ding drauf gefriemelt. So. Achso, kannst du gerade mal eine Lore bauen? Kann ich gleich machen. Eisen genug haben wir ja da. 3, 4, 5, 6, 7, 8 und hier jetzt eins drauf, oder wie? Oder aufs 9. dann? Aufs 9. Passt da. So, ich hab, wenn du noch Eisen brauchst, ich hab noch ein ganzes Stack voll. Also so ist es nicht. Wo bist du gerade in deinem ekelhaften Baumtempel? Ich bin noch in meinem Baumtempel. Also wir müssen unbedingt in diesem Let's Play noch bis Folge 100 müssen wir dir ein ordentliches Haus gebaut haben. Das ist einfach nur eklig. Komm doch mal her, wo rennst du hin? Ich hab dir gerade dein Eisen gegeben. Oh, meine Lore. Ach, das ging ja schnell. Wie? Ein Bausparvertrag. Richtig. Das ist unglaublich mit dir. Sweet! Ein Bausparvertrag! Wie uncool. Ah, das Ding fährt. Herbert, sag bloß, du wohnst immer noch lange, hier. Ja. Philipp, wie lange fährt das denn bitte? Das fährt ja extremst lange. Ja, das schnell, fährt schon ein bisschen länger. Ich bin schon fast bei der Mine. Hallo, Skelett. Geworfen. Kann ich aus der Lore rausschießen? Klar. Cool. Ich bin bei der Mine angekommen. Ach,
Ach, testest du hier schon rum oder was? Ja, ja, ich bin schon gerade am Rumtesten. Aber wir brauchen natürlich noch ein bisschen mehr. Aber alle 8, das wäre totale Verschwendung. Ich würde sagen, alle 15 reicht locker zu. Dann komme ich jetzt auch mal hinterher, ihr Kullert. Nee, 15 ist zu wenig. Habe ich schon ausprobiert im Let's Play. Du rollst zwar und rollst und rollst und rollst. Du hast aber das Problem, dass du mit der Zeit immer langsamer wirst. Leute, hier kommt eine Lore rangefahren. So. Ich bin da. Das sah ja gerade. What the fuck? Boah, dieses Rumgebagge, ey, in Minecraft, wenn man in einem Boot fährt oder in einer Lore, ey, das ist echt krass. Ja. So, jetzt tue ich erstmal schnell was essen. Also ich würde alle 8 Felder, würde ich eine setzen. Boah, im Ernst, ey, so viel, ja. Aber das wäre voll die Verschwendung irgendwie. Na ja, gut, du... 1, 2, 3, darfst 4, nicht behaupten, 5, ich hätte 6, dich nicht gewarnt. 7, 8, 9, 10. Pass auf, Kompromiss aller 10. Na gut, dann. Du hast mich angelogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geht das dann eigentlich auch auf die andere Seite? Also... Wenn man jetzt von uns aus zur Mine fährt und dann von der Mine wieder zurück über dieselbe Schiene, es geht, ne? Klar. Wir dürfen nur nicht gleichzeitig auf der Schiene sein, ne? Sonst gibt es ein Zugunglück. 7, 8, 9, 10. Pass auf, worum du dich jetzt mal eigentlich kümmern könntest. Was? 6, 7, 8, 9, 10. Wenn es gerade ein bisschen schade ist, keine Musik, läuft keine Minecraft-Musik. Aber was will man machen? Über dir steht ein Zombie übrigens, ne? Alter. Eine falsche Bewegung und der Pfeil durchbohrt deinen Kopf. Ich bin abgehauen. Das hältst du für eine falsche Bewegung, oder was? Boah, wenn ich dich jetzt erwischt hätte, ey, das wäre Skill gewesen. Hast du aber dann nicht. Der Baum ist im Weg. Ach, scheiße. Richtig. Na gut, ich teste nochmal kurz die Lore an. Boah, das macht voll Spaß, ey. So, wieso habe ich hier eigentlich nur so wenige Pfeile? Kann man eigentlich auch, die Schienen irgendwie in eine andere Richtung noch bauen? Also ich meine, also stell dir vor, die Schiene geht geradeaus, aber zwischendurch macht sie nochmal einen Abzweig nach rechts, dass man nochmal nach rechts ausbrechen kann. Da gibt's Weichen oder sowas, aber die funktionieren nicht wirklich zufriedenstellend. Dagegen hilft allerdings eine Mod, Railcraft. Nachteil an Railcraft, das Schienen-Crafting-Rezept. Alter, sieht das geil aus. Was sieht geil aus? Oh, ich habe mir gerade mal so ein bisschen das Ding in der Renne hergeholt, wo du mich damals runtergeschmissen hast. Die Klippe des Todes da hinten. Guckst du gerade meiner Freundin auf den Arsch, oder? Nö, da glaube ich dir mehr sie. Hey, hey, meine Freundin, nicht meine Mutter. Warum sollte ich deine Mutter nehmen? Was machst denn du da? Ich mir war gerade so. Scheiße. Nein, renn doch! Tragen wir es aus. Sag mal. Hui. Jetzt reicht's. Jetzt stirbst du. So, Alter, Feierabend jetzt. Alter, wieso hast du mir so viel Schaden, ey? So. Fuck. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Immer wenn du mich haust. Das verstehe ich nicht. Ich bin bis jetzt immer gestorben. Immer. Pro-Gamer, weißt du? Immer wenn ich dich gegen dich... Aber ich sagte, irgendwann kommt der Tag, dann gewinne ich den Kampf. Na, irgendwann bestimmt. Aber ich verstehe das nicht, hast du mehr Leben gehabt? Aber das glaube ich nicht, ich hatte ja eigentlich auch volles Leben. Du weißt doch, gebetet, ich hatte sogar wenig. Ich verstehe das nicht, ich hatte volle Herzen, dann hast nur noch du mich erwischt und ich hatte dich nicht mehr einmal erwischt. Fand ich ein bisschen sweet, ein Bausparvertrag und so ist das. Ja, genau. Okay, hören wir auf mit dem Versteckspiel. Wir haben es ausgetragen, reicht jetzt, lass uns doch mal was Produktiveres machen. Das stimmt, wir haben schon 14 Minuten auf dem Kasten. Und haben noch nichts wirklich gemacht, außer dass du hier ein paar Mal hin und her gefahren bist. Ja, immerhin. Also das ist doch schon mal ein Fortschritt, finde ich. So, ich tue erstmal kurz meine Hühner mal abchecken. Jo, was geht, Bitches? Jo, was geht, ihr Chicks? Ja, genau, Chicks.
Ich kam jetzt nicht auf Chicks. Hey, crazy Chicks, Mann. Screenshot. Screenshot. Screenshot? Ja. So. Ein Bausparvertrag. Ich muss das hier gerade mal zumachen. Na, kriegst du nicht mehr aus dem Kopf, hä? Nee, irgendwie nicht. Okay. So, ich überlege aber immer noch, aus was wir... Ich lasse mal gerade ein bisschen Glas brennen. Ich überlege immer noch, aus was wir die Wände machen. Holz. Bretter. Ja, machst du das bitte? Ich weiß noch nicht, was für Bretter. Idealerweise Eichenbretter. Davon hätten wir nämlich ordentlich. Ja, mach. Ja, mach mal. Ich lasse dir volle Bau... Kenn ich mal, du weißt schon, was ich meine. Du gibst mir freie Hand. Richtig. Ach, wir haben ja noch nett viel Glas drin, sehe ich gerade. Oh, richtig viel drüber. Okay. Du das mal alles gemacht, oder? Du, das kann sein. Ich kann mich an einige Sachen aus den 80ern nicht mehr erinnern. Facecam-Moment. Alter. Nein, das machst du! Ach so, okay. Ja, ist okay. Ich dachte, du musst jetzt das Glas hier wegreißen, ey. Da hätte ich dich aber rund gemacht, ey. Hättest du nicht. Doch, hätte ich, aber so ist voll. Nee, du wärst wieder gestorben. Ja, wahrscheinlich. Dann hättest du wieder geheult. Was? Nix! Leg mich am Arsch, God, see you later. So. Ach ja. Ja. Wir wollten, also das habe ich schon mal in meinem Let's Play Gothic 2 angekündigt oder nachgefragt. Ich weiß gar nicht, ob die Folge gerade schon oben ist, während die hier gerade hochgeht. Wie fändet ihr es, wenn wir in diesem Let's Play eine Twitter-Runde machen? Schreibt's doch mal in die Kommentare, was haltet ihr denn so davon? Oder auf Twitter. Ich habe kein Glas mehr. Facecam-Moment. Hey. Wenn du jetzt anfängst, meine Sprüche zu klauen, ey, ne? Ah, warum denn nicht? Das ist scheiße, Mann. Tu dir eigenes Zeug überlegen. Ich weiß, das ist schwer, aber... Ja, komm. Komm. Ist ja nicht so, als hätte ich keine Sprüche am Lager, ne? Ja, hat Amel statt Atemlager gesagt. Du bist doch auch nicht mehr ganz sauber, du Vögel. Ja... Geschmackssache, ne? Ja. Ach, im Übrigen, ich bedanke mich recht herzlich. Für was? Dadurch, dass du mich ständig gehauen hast. Deine Rüstung im Arsch. Ein wenig. Alter. Das ist ja unglaublich. Ach so, Gesprächsthemen. Ey, Mann, ich habe mich verbaut. Das ist echt uncool. Ach so, was haben wir denn so heute an Gesprächsthemen vorbereitet? Erzähl doch mal. Das hatten wir doch schon mal. Nee, jetzt aber ohne Mist. Über was willst du denn reden? Über was willst du reden? Also, ich fang mit dir an. Nee, ganz ehrlich? Ja. Spaß ist gar nicht. Das ist aber echt schwach. Ich weiß doch, was ich hier reinbauen könnte. Ich glaube, damit fange ich gerade mal an. Eine kleine Lagerstation für die Wägen, für die Loren vielleicht. Die müssen ja auch mal schlafen. Könnte man. Ja, die könnte müssen man, ja auch mal schlafen, das ist ja schon wieder geil. Na, wenn wir die ganzen Tag die Dinger hart reiten, brauchen wir auch immer eine... Boah! Alter, war der Scheiß. Oh, schön. Der ja. Schmerz. Der ist doch erträglich. Dieser Schmerz. Ach, ja, eigentlich so. Wollte ich ja ursprünglich das Thema angeschlagen haben, Skiunfall und so, aber das habe ich dann gelassen, weil ich habe da sehr konstruktive Kritik von Kurger LP bekommen. Ey, scheiße, kann ich nicht leiden. Und dann habe ich es gelassen. Also zum Verständnis, ich bin wirklich gar kein Michael Schumacher-Fan. Ich mag den wirklich nicht. Ich meine, ja, so ein Unfall ist natürlich Pech, ja, aber wenn mir das passiert wäre, würde sich kein Schwein drum scheren, also... Das stimmt, aber du bist ja auch noch keine öffentliche Person. Nö, eigentlich nicht. Ich werde heimgesucht. Hallo! Vom Folgenende meinst du, wirst du heimgesucht?
Nein, vom Skelett. Los, wir machen mal Folgenende, würde ich sagen, oder? Wollen wir mal ein Folgenende machen? Wollen wir ein Folgenende. Wir machen mal ein Folgenende. Recht herzlich fürs Zusehen und macht's gut. Tschüss. Genau, bis gleich, Junge.